ist alles andere als ein gewöhnlicher Bundesliga-Profi, sofern es so etwas überhaupt gibt. Howie Nordfeld sucht nämlich weder Ruhm noch Reichtum, sondern die Ruhe der Natur. Ja, ich habe viel Zeit im Wald genutzt oder gebraucht, wenn ich jung war. In Norwegen war ich immer drum rumlaufen und suchen nach kleinen Wasserfelden, wo du nicht geangelt vorher, und dann hoffentlich war große Fisch da drin. Und ja klar, in Norwegen ist auch 90% von dem Land ist nur Wald. Und dann ich fühle mich ganz wohl, wenn ich in Ausland ist und dann durch Wald geht und so. Das kleine Stückchen Heimat ist nur 3 Autominuten vom Trainingszentrum entfernt und gibt dem Routinier Kraft für die Aufgaben auf und neben dem Platz. Howie zählt zu den erfahrenen Spielern im TSG-Kader und ist sich seiner Vorbildrolle mehr als bewusst. Ich habe schon viel erlebt mit meinen fast 30 Jahren. Wir sind so viele junge Spieler und ich erinnere immer noch, wann ich jung war. Habe ich auch Fehler gemacht im Spiel und bin ganz kaputt in der Kabine nachher. Und dann kommt ein Herr zu mir und spricht. Und dann sehe ich, das ist Stranzel. Martin Stranzel in Gladbach gespielt. Und er war einer der von dem Typ her, dass ich einfach so fand, wie er drumherum spricht mit den jungen Leuten, ist einfach unfassbar, wie wichtig das ist. Das braucht nicht so viel sein, aber ein bisschen Satz ist genug für einen jungen Fußballer zu vielleicht lernen oder einfach nach vorne schauen. Und das habe ich dann gesagt, wenn ich älter bin und wenn ich immer noch Fußball spiele, will ich so wie ein bisschen Führungsspieler haben, machen und probieren, einfach positive Ausstrahlung zu geben. Und das kann ich ziemlich gut. Nach ein paar schweren Monaten zu Saisonbeginn ist er jetzt voll da. Alfred Schreuder zählt auf den Norweger und der bestätigt dieses Vertrauen mit starken Leistungen. Bei der TSG fühlt Howie sich einfach pudelwohl. Diese Zusammenhalt in der Gruppe, jetzt gerade die letzten paar Jahre, finde ich unfassbar. Wir sind echt, viele sagen ja, wir sind eine große Familie und so, aber hier ist echt so, dass du reinkommst und das ist nur eine große Gruppe zusammen und das ist, wir sind immer zusammen, ob das geht schief oder wann gut geht, dann ist immer geile Stimmung, aber trotzdem, wir sind immer positiv und schaust nach vorne. Das finde ich ist super in TSG und ich freue mich für jeden Tag zum Zutzenhausen zu kommen, weil ich weiß, da gibt es immer gute Laune und die Leute sind immer positiv. Die richtige Mischung aus guter Laune, Konzentration und absolutem Willen, kaum einer verkörpert sie so gut wie Nordfeld. Zwar erzielte der 29-Jährige erst einen Treffer im TSG-Trikot, aber der war auf der ganz großen Bühne und da will er wieder hin. Ja, ich habe ein paar Jahre noch im TSG, bevor ich nach Hause fährt, zu meiner Wald. Dann will ich unbedingt nach Europa wieder. Dann glaube ich, dann sage ich danke für mich und mit einem sehr guten Gefühl, dass wir eine große Entwicklung gemacht in dem Verein und nur auch auf dem Platz und auch in der Kabine und drumherum dem Verein. Und das habe ich schon geschafft und das will wir noch mal schaffen. Und das ist, bin ich ganz so sicher, dass viele andere Spieler auch will. Genau die müssen an einem Strang ziehen, dann kann das gelingen. Der Weg zu diesen Erfolgen sieht für jeden Spieler anders aus. Für Howie Nordfeld führt er durch den Wald.